Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Und ja, ich bin ja in meinem Haus und ich gehe jetzt raus in diese dunkle, dunkle Welt. Dunkel, ja, ist es ja auch hier. Also gehe ich in diese dunkle Welt und erschlage einfach mal diesen Typen hier. Will der sich kloppen? Oh, der will sich sogar kloppen. Oh cool, ich habe den durch den Zaun geschlagen. Hab ich eine Kettensäge? Nein, ich wollte eine Kettensäge. Guck mal. Guck mal, das war doch so schön. Und da ist auch noch eine Nutte. Guck mal. Hier. Hallo! Warum treffe ich die nicht? Mann. So, jetzt treffe ich die auch noch. So. Tot! Ich hab Leute ermordet. Oh, wie schön. Oh. Oh ne, die Kettensäge ist mir 12 und 20 Uhr. Naja, ich möchte nicht zu diesen anderen Typen laufen. Also, oh, da ist schon der Krankenwagen. Also, gehe ich ein bisschen speichern. Ja, speichern ist immer gut. Also, wir speichern jetzt, dass ich eine Nutte getötet habe. Ne, drei Leute eher gesagt. Und ja, ich speichere, dass ich drei Leute getötet habe. Und so, warte. Jetzt ist 12 Uhr. Ja, ich kann rausgehen. Juhu. Denn mit jedem Speichern geht die Uhr um 6 Stunden nach. Och, die Feuerwehr ist immer noch da, obwohl schon, ja, 12 Stunden vergangen sind. Och, das ist ja. Ach so, jetzt müssen wir ja Dingens da klauen. Damn. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga, what you waiting for? Let it go. Look. Get in, fool. Ja, parke den Truck nahe dem Haus und hole die Waffen, bevor es hell wird. Ja, wir haben 8 Stunden, also 8 Minuten Zeit. Oh, scheiße. Scheiße. Ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Ja. 7 Uhr 5. Also Stunden sind hier Minuten. Und deswegen haben wir die Zeit halt, ne? Und wir versuchen das einfach mal. Ich fahre hier lang. Und da, ich muss zu dem gelben Dreieck. Und ja, jetzt labern hier erstmal. Halt's Maul, genau, halt's Maul, ich rede hier, nicht du. Jetzt halt's Maul. Bevor es hell wird, ja, ich weiß meinen Arbeitsauftrag. Boah, warum sagen die ja alle immer fuck, ey? Sind hier so fuck, fuck, fuck. Ist wohl hier so eine Fuck-Stadt, oder, ne? Also, ja, hier fickt jeder mit jedem, wenn hier jeder fuck sagt, ehrlich. Was ist das denn hier für ein Niveau, auf dem wir uns hier befinden? Ja, ich muss gleich zu diesem Typen da in das Haus und ja, diesen Typen, der Typ, der wohnt da unten, er gesagt so ein Opa, und wenn wir nicht aufpassen, dann knallt der mich mit seiner scheiß Schrotflinte ab. Ja, ich habe das schon mal erlebt, ey. Damals, ich habe aus Versehen geschossen, dann wurde der wach, oh Gott, und der kommt dann mit seiner Schrotflinte an, boom, tot. Ja. Also das war richtig schlimm. Ein Schuss von dem macht sozusagen fast das ganze Leben weg. Dann hat man nur noch ein Mini-Leben. Und zack, dann ist man tot. Und da ist auch schon unser Dingens, wo wir den Raubzug begehen müssen und so. Hold up. Let's creep in, grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard. Shut up. He can't stop me, you buster car. Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Ja, also wir machen das jetzt auf die Ninja-Art. Du musst stets leise sein.
Ah, jetzt bin ich ja ein richtiger Räuber. Halt L. Um zu schleichen. Ja, das ist der Opa hier, der, ja, der einen abknallen kann. Und ja, wie gesagt, müssen wir das jetzt auf die Ninja-Tour machen. Und, ja, jetzt muss ich hier die Kisten rausbringen. Sind bestimmt irgendwelche Drogen hier oder was weiß ich. Nee, das ist Munition, das sind keine Drogen. Keine Sorge, ich spiele doch nicht irgendwas, wo ich irgendwelche Drogen klauen muss. Wobei, irgendwann muss man, glaube ich, doch Drogen klauen, aber ich weiß es nicht. Ist schon einige Zeit her. Erzeuge ich Lärm? Oh, der wäre fast wach geworden. Oh, oh, oh. Ja, du machst zu viel Lärm. Du musst schleichen. Ich schleiche jetzt auch. Sonst wacht Dr. Bob auf und das ist natürlich nicht sehr toll, denn Dr. Bob, der muss immer schön schlafen hier oben in seinem Haus, denn der ist direkt über uns. Ja, das werden wir gleich auch nochmal sehen. Wenn ich gleich da hochgehe, dann seht ihr, also ich muss ja die Kisten ja vor seiner Nase eigentlich wegschleppen, dann seht ihr den alten Mann und ja, wie der da schläft. Ja, das ist richtig gefährlich, weil wenn der aufwacht, neigt er mich ab und das ist ja nicht sehr vorteilhaft. Hole noch eine Kiste, weil hier oben schläft er. Da schläft er. Deswegen muss ich so langsam laufen, aber ich kann halt irgendwie gar nicht. Ich hasse langsam laufen. Oh Gott, ey, ich krieg die Krise. Ich hasse es, langsam zu sein. Ach, nee. Oh, nee, oh nee. Dü-dü-dü. Guck mal, ich habe eine Maske, aber die nützt mir irgendwie auch nichts, ne? Also, ja. Hier sind ja keine Kameras in dem Haus und, ja, was nützt mir denn eine Maske? Ja, wenn er mich sieht er mich und dann knallt er mich ab und dann nützt mir eine Maske auch nicht viel. So. Nächstes Paket da rein. Zack, jetzt haben wir drei. Ja, ich bin ein Einbrechertalent. Ja. Okay, suche eine Kiste. Ja. Oder. Ich suche alle Kisten. Ja, jetzt gleich könnt ihr diesen alten Mann dort sehen. Der ist aber sehr, sehr, sehr gefährlich. Der ist da drin. Also, wir gehen erstmal da rein und klauen das von dem. Ja, guck, da schläft er. Wir konnten den einfach jetzt abknallen, aber dann wäre es auch doof. Oh, 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 oh. Wir klauen direkt die Ware von seinem Bett hier. Ich kann mich jetzt auch mal zu dem ins Bett legen, nur dann wacht er auf. Ja, ich kann den aber auch direkt abknallen. Und ja, wir sind ganz leise, alter Mann. Oh, oh, jetzt knallt die Tür zu, oder? Tschüss, ich möchte nur dein Paketchen da klauen. Also, ja, sei mir nicht böse. Ich wollte das nur klauen. Nein, ich mache keinen Lärm. Ich bin leise. Das ist doch mal ein spektakulärer Raubzug. Nicht Raubüberzug, Raubzug, Leute. Also, das sieht man auch nicht alle Tage, dass der Räuber vor das Bett eines Opfers kommt und ihn dann halt so bestiehlt. Also, dass das Opfer das noch nicht mal sieht. Also, ja, ich stehe direkt vor seinem Bett, könnte ihn abknallen, der sieht das nicht. Ja, auch irgendwie dumm, aber ja, jetzt muss ich da nochmal rein und da muss ich jetzt wirklich sehr, 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 sehr leise sein, weil sonst steht der Typ hier auf und das ist... Oh, 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 der darf nicht aufstehen. Wobei, einmal habe ich, glaube ich, Freifahrtschein. Wobei, wenn ich hier direkt neben dem stehe und er aufwacht, dann habe ich keinen Freifahrtschein. Dann, ja, dann wacht er auf, sieht mich sofort und zack, ruft er die Polizei. Ja, aber irgendwie ruft er auch die Polizei, wenn ich den getötet habe. Ich weiß nicht. Dann ist er so als Leiche da und dann ruft er auch die Polizei. Also das kann ich jetzt auch gar nicht verstehen. Tschüss. Ja, nur noch 2 Minuten. Komm, jetzt haben wir noch 2 Minuten, um die letzte Kiste rauszuholen. Wir machen hier richtig Kohle hier, sag ich euch. Als der spektakulärste YouTube-Raubüberzug, den... Raubzug? Warum sage ich Überzug? Raubzug, den es ja in der ganzen YouTube-Geschichte jemals gab. Ja, jedenfalls in GTA San Andreas. Also, viele werden wahrscheinlich GTA 5 Let's Playen, aber ich nicht. Dafür ist meine Grafikleistung im Moment viel zu schwach.
Wobei, bald habe ich ja auch Geld für eine neue Grafikkarte, aber bald erst und das kann noch dauern. Und ja, jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch aus dem Haus zu schleichen und dann kann ich hier endlich verschwinden. Ja, endlich. Es geht mir jetzt so auf den Nerven, ey. Boah. Los! Und ich gehe raus. Ich gehe raus. Tschüss. East Beach. An der Ostküste bin ich hier. Zack. Fahre zurück zur Garage. Oh, ich dachte jetzt eigentlich, dass, ja, dass jetzt irgend so eine Filmsequenz kommt, aber nein, es kommt keine. Aua! Oh, wir fahren hier in die entgegengesetzte Richtung des Verkehrs. Und das ist wohl nicht sehr gut. Und wir fahren hier Leute auch um. Ah, aber die Leute interessieren mich nicht. Ja. Ich höre mit dem Stoff auf, wenn du aufhörst, so ein, weiß nicht. Okay. Ich bin kein Weichei, ey. Hallo, beleidige mich nicht. Ja, ich hab was gesagt. Hallo. Verfolgt mich dieses Auto da? Ich weiß nicht. Ja, hier in GTA San Andreas fühle ich mich immer so verfolgt. Also, ja, ich denke hier immer, dass mich irgendjemand hier immer verfolgt. Ich weiß nicht warum. Guck mal, das Auto da. Das verfolgt mich doch, oder nicht? Oder? Ich weiß es nicht. Wo ist es denn? Also? Ja, jetzt kommt es nicht mehr zu mir, hoffe ich dann doch mal. Weil ich habe mich durch das Auto echt beobachtet gefühlt. Also, ja, da hatte ich echt schon Angstzustände. Und ich habe einen Motorradfahrer überfahren. Das war auch recht toll. Und ich bringe den ganzen Verkehr hier durcheinander, weil ich hier gegen alle Autos knalle mit meinem Auto. Zack. Es ist schon 7 Uhr. Oh, keine Nacht mehr. Oh. Ich fahre dann da rein und zack. Stell den Truck in der Garage ab. Mach ich doch hier. You see, I told you. Simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Wenn du dich nicht gerade auf einer Mission befindest, kannst du nachts auf Diebeszug gehen. Man kann in viele Häuser einbrechen und die Besitzer um ihre Habe erleichtern. Ah, schauen ist doch viel leichter. Du kannst in einem Van wie diesen einsteigen, um eine Diebestür zu machen. Belade den Truck und fahre ihn dann zurück zur Garage. Ah. Okay, ja. Look, I'm tired. I'll see you later. All right, Holmes. Just think about what I said. Hä, wo ist der jetzt hingegangen? Der ist so da hingegangen und jetzt war der auf einmal wieder ein Geist? Oder was? Also, als ob der ein Geist wäre. Der geht da hin und dann... Zack, ist er weg, wie so ein Geist. Also, nein, ich möchte kein Radio hören. Radio aus. Zack, ich überfahre dich nochmal. Hui, hui. Überfahren, ich überfahre die ganzen Bitches hier. Wuhu. Macht Spaß, ne? Ja, also, Leute beim Sterben zuzugucken hier in GTA ist ja normaler Alltag hier, ne? Also, ja, andere denken sich, oh Gott, das ist ja schrecklich. Aber das ist ja Alltag in GTA San Andreas. Als ich das Spiel vor 6 Jahren gespielt habe, war das genauso. Wobei, als ich das Spiel vor 6 Jahren gespielt habe, fand ich das schwerer. Warum sind hier lauter nackte Leute auf den Straßen? Ach, ja, ich bin hier gerade an der Beach oder so, weiß ich nicht. Hier sind so viele nackte Leute. Ach, ey, echt. Die scheren sich hier gar nicht um ihre nackte Haut. Boah. Ja, die sind einfach nackig. Denen interessiert es nicht, ob die nackig sind oder nicht. Wir sind es einfach. BSCV. BS ist schwer, kann ich nur sagen. Haus der Johnsons. Wir gehen in das Haus und es ist 9 Uhr. Hohoho. Und ich speichere bei Cäsar. Weiß ich nicht, wie der Name nochmal hieß. Ich habe eine Kettensäge und diese Kettensäge kann ich auch benutzen. Guck mal. Das war cool, ne? Richtig cool. Guck mal, ich habe die jetzt an und dann kann ich jetzt einfach so durch die Straßen gehen mit so einer Kettensäge. Das ist irgendwie cool. Das ist irgendwie geil. Das ist cool, finde ich. Also, guck mal. Nein, nicht wiederbeleben. Ich muss dich auch dingensen.
Und jetzt auf die Motorhaube hier. Ey, wenn das jetzt gleich explodiert, ne, dann bin ich aber nicht still. Ich weiß nicht, kann das explodieren oder weiß ich nicht. Ah, das geht ja mächtig hier kaputt. Wow. Wow. Alles hier mal schön kaputt machen und dich natürlich auch. Hallo, was belebst du den? Das habe ich dir noch nicht erlaubt. Einfach Leute beleben, aber genug Massaker getrieben. Ja, der Texas Chainsaw Massacre könnt ihr euch angucken, aber nicht bei mir hier. Ich bin hier im GTA und ich mache die Mission hier. Hey, Ryder, what the hell you doing? I think I couldn't find that wet I buried. So I'm making my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweating. Mmm, my wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something-something on board for you, boy. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Fahre Ryders Truck zum Munitionszug. Ach Gott, jetzt muss ich den wieder fahren hier. Ja, wir fahren ja schon Auto. Ja, kein Gemecker. Ich mecker aber, kein Pech hier. Ah, ich glaube, das ist diese Quest, oder? Wo man dann, ja, halt so diese Kisten werfen muss. Hallo, was fährt der einfach gegen mein Auto? Wir haben ja aber kein Benehmen hier im Verkehr. Also ich muss die alle mal in die Verkehrsschule bringen. Wobei, nee, ich sollte mal lieber in die Verkehrsschule gehen, denn sonst, ja, lerne ich nicht, wie man hier Auto fährt. Oh, warte. Ach, jetzt kommt gleich so eine schwierige Stelle. Da wären wir. Ja, da hinten sind so Typen. Warte mal. Ich suche eben was. Also, Leute. Ach so, warte. Oh Mann, was ist denn hier mit dem Blatt los? Ach so. So, ich müsste das jetzt mal machen, weil... ja, weil jetzt kommt gleich so eine Schießerei. Und ja, das ist schwer. Oh, scheiße. Oh. Knall die Vagos ab, den Zug ausrauben wollen. Oh. Kann ich dir auch Kettensägen? Abkettensägen? Hier, das macht mehr Spaß. Hier. Woo! Ich knall sie nicht ab, sondern Kettensägen die ab. Oh Mann, ich möchte aber... Hä? Wo sind die? Wo sind die? Hallo? Wo sind die? Ach, da ist noch einer. Ach. Hier da. Vago, hallo. Hallo? Schieß nicht auf mich. So verrückt. Schützt den Zug vor den Ballers. Oh, oh. Die Ballers von hier. Oh. Oh, ja. Oh, oh. Oh. Ja, dann. Ja. Tschüss. Tot. Sind sie jetzt tot oder nicht? Hm. Sonst kann ich sie nochmal so ab. So. Ja, hallo? Geht auch tot. Oh, ich soll den Zug unter die Lupe nehmen. Ja, ich hab ja schon eine Lupe und da soll ich den Zug auch drunter nehmen. Aber der Zug ist zu groß dafür, sorry. Wirf ein paar Kisten ab. Ah. Ah. Achso, das ist die Quest hier. Oh. Oh. Ja, ich kann die Quest nicht mehr. Irgendwie schlecht, aber... Ja. Wobei, ich kann die noch. Ich kann die. Ich muss hier nur ein paar Kisten auf das Auto da werfen. Also dann ist das kein Problem. Hallo? Ich habe nur Kisten. Oh,
Die explodieren, ja. Oh, das ist natürlich nicht sehr praktisch. So, wir... Hallo? Warum? Ja. Wir sind hier der Lieferant von Drogen und anderes. Ja. Guck mal, die explodieren da hinten alle auf der Straße. Und fertig! Juhu, fertig! Oh, ich soll Gummi geben. Oh, oh, ich soll Gummi geben. Ich geb dir doch kein Gummi, Mann, ey. Ich will keinen Sex mit dir, ne? Ich geb dir kein Gummi. Also, nein, Gummi nicht. Ne, ne, ne. Ach, jetzt können wir wieder nach Hause fahren. Wir bringen den Ryder mit seinen Bombendingern dann nach Hause. Aua, aua, das hat weh. Jetzt haben wir einen richtig tollen Autounfall ausgelöst. Och, hey. Ach, hey. Und da muss ich jetzt hinfahren. Ah! Damn, homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Ach, Mission erfüllt. Ah, ich speichere nochmal und dann mache ich die letzte Mission für heute. Glaube ich mal, 3 Missionen am Tag dürften wohl reichen für euch. Ach Gott, aber das GTA Let's Play, das wird eine lange Geschichte werden, das kann ich euch nur sagen. Naja, es gibt hier 87 Missionen und ja, einige dauern davon richtig lange. Also, aber ich echt versuche viele. Hey, run! Sleep low. Run! Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Because you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh shit. A genius. oh yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Ach nee, ne? Die Quest, oh, die ist schwer. Aber dank einem Cheat schaffe ich das. Ohne den Cheat, ey, da ist es richtig schwer. Da habe ich das 1000 Mal versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Also, weil ich brauche ich den Unverwundbarkeits-Cheat, damit ich die alle abhalten kann, den... War das Sweet oder Ryder? Einer von den beiden zu töten. Aber ihr habt ja gehört, was der Ryder schon alles gemacht hat, ey. Der hat mit 10 Jahren hat er schon Drogen gedealt und der hat seinen Lehrer verprügelt. Oha, das geht doch mal gar nicht. Der hat danach bestimmt einen Schulverweis gekriegt. Glaube ich mal. Also, wenn der Lehrer verprügelt, oh. Also, das gibt ja richtig, ja, das kann ja eine Anklage geben. Also. Ja, da war der Ryder ja ganz, ganz böse, ne? Er prügelt einen Lehrer nur, weil der etwas in den Farben der Vagos anhatte. Oh. Falsch, ich bin ja falsch. Oh Mann. Ich musste doch diese Straße da entlang. Da, die Straße auch zur US Army. Ja, auch zur Armee. Ich muss ausgebildet werden und dafür muss ich jetzt über diese Brücke hier fahren. Denn sonst muss ich hier den ganzen Weg hier schwimmen und nein, schwimmen tue ich nicht. Denn der Typ hier, der ertrinkt immer und das ist nicht sehr toll. Und wir fahren den Fahrradfahrer um. Oh, scheiße. Ah, boah, ich dachte jetzt schon fast unser Auto wäre kaputt. Oh. Ja, This is the spot, National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs.
Get in there and open the damn gate. Ich soll das Tor öffnen. Und das mache ich ganz einfach. Und zwar. So. Hallo. Abschießen. Zack. Back. Ja, das ist schön so. Aber ich mache das Tor nicht direkt auf, weil ich einen Trick. Ja. Tschüss. Noch irgendwo einen vergessen hier? Habe ich einen vergessen? Oder. Weiß ich nicht. Habe ich einen vergessen oder nicht? Weiß ich nicht. Ach man, fällt uns ja irgendwann ja schon früh genug auf. Ach da, die da habe ich vergessen. Schieße. Und du auch kaputt. So. Das erleichtert mir die Sache doch ein bisschen. Hier mein Gabelstapler. Und ja, bevor ich den reinlasse, mache ich das mit dem Gabelstapler so, dass ich dann halt hier schon mal diese Ware auf meine Gabel sozusagen nehme. Und die da rein platziere, weil sonst ist es auch schwer. Aber ehrlich, ohne Cheats habe ich irgendwie das Level hier nicht geschafft. Ich weiß nicht warum, aber ja. Oh, scheiße. Ah, Mann. Ja, ohne Cheats, ich weiß nicht. Das fand ich irgendwie richtig schwer. Also, ohne Cheats habe ich das so gar nicht geschafft. Ja. Nur GTA Vice City auf der PlayStation 2. Das habe ich irgendwie durchgespielt ohne Cheats. Aber das hat richtig lange gedauert. Ich weiß nicht wie lange, aber. Das hat schon, ja, ich habe da so lange dran gesessen, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber ja, richtig, richtig lange auf jeden Fall. Wer tun das dahin? Ach, da liegt eine Leiche, hallo. Eine Leiche sagen wir immer schön hallo, denn eine Leiche sollte man immer, ja, ehren und sie dann schön begrüßen. Ja, also eine Leiche hier. Ja, wer hat denn die Leiche hier gemacht? Also ich war das nicht. Nein. Ich habe doch hier keinen umgebracht, als ob ich das machen würde. Nein. Ich bring keine Leute um. So böse bin ich doch nicht. So böse bin ich nicht. Kommt das denn jetzt mal auf meinen Gabelstapler drauf? Hier. Oh, was ist das denn hier? Ach, kommt das dann mal hier drauf? Mann, ich kann mich hier nicht konzentrieren, wenn ihr dabei seid. Oh, sorry. So, jetzt einfach hoch und dann so. So, und dann einfach da reinbringen. Hier. So, und jetzt kann ich den Typen schon. Wobei, ich könnte noch einen Schritt weiter gehen. Und, ach, jetzt muss ich das Gabelstapler, also die Kiste wieder auf dem Dingens nehmen und. So, das wäre der nächste Schritt jetzt. So, ich hoffe, es fällt jetzt nicht darunter. Jetzt kann ich dem die Tür aufmachen. Oh, das ist... ja, ich mache dem die Tür auf, so nett bin ich doch. Ja, so nett wie ich bin, dass ich hier immer die Tür aufmache. Oh, ich dachte, da steht schon jemand auf dem Dach, aber nein. So, da. Jetzt kannst du hier durch, komm her. Na, gut gemacht, schön. Kamikaze-Job. Ey! Achso, ich soll mich nicht von dir überfahren lassen. Oh. Schlechte Idee, mich überfahren zu lassen, aber ich will's ja. So, jetzt parkt der da. Und jetzt. Oh. Nicht in mich reinfahren, bitte. Hallo? Hallo. Rein damit. Oh. Na, da ist unsere nächste Kiste. Wider Kisten 5. Ja. So ist das hier. Wir sind jetzt einfach mal der Paketdienst hier und sind vom DHL und ja, ich muss jetzt hier meine Paketchen einladen. Uhui, das freut mich, das ist eine schöne Arbeit. Doch, aber das ist natürlich nicht so leicht, denn gleich bekommen wir natürlich auch Besuch. Ja, und dieser Besuch sieht in Form von US Army aus. Ja, US Army ist nicht so toll. Die ist nämlich echt nervig. Also die kann richtig nervig sein, ich sag's euch. Das werdet ihr spätestens gleich sehen, wenn die dann immer neu spawnen. Und ja, das ist die US Army. Oh, da ist sie schon. Da ist sie schon. Da ist die Army schon. Scheiße, CJ, scheiße. Ja. Ah, oh, wir müssen den retten. Wir müssen erstmal diese Dinger da kaputt machen. Geh kaputt. Hallo, niemand greift meinen Wider an. Na, also den lasst ihr mal schön in Ruhe hier. Och, wieder beschossen. Ach Gott, toll.
Ja, das ist halt das Nervige. Der wird hier dauernd beschossen. Und ich habe hier irgendwie keinen Bock, hier ihn dauernd beschützen zu müssen und hier aussteigen zu müssen, denn ich möchte hier die Quest fertig machen und nicht irgendwelche Leute hier beschützen. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Oh, oh. Er wird hier wieder beschossen, das ist nicht sehr toll. Oh, oh! Ah! Er wird nicht leben. Hallo. Hallo. Schieß mich ab, aber nicht den. Auf mich drauf, aber nicht auf den. Oh, da hinten ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, schieß ihn ab. So, tot. 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 So, das ist schön. Also niemand schießt hier meine Gangmitglieder ab. Hallo, wir in der Groove Street, wir halten zusammen. So. Und jetzt einfach hoch. Hoch damit. Hoch mit dem Zeug. Los. Bring's hoch. Oh, dieser Gabelstapler regt mich auf, ehrlich. Oh. Ach, hab ich's drauf? Ja. Oh Mann. Es kommen noch mehr, hat er gesagt. Scheiße, scheiße. So. Und jetzt hoch damit. Es regt mich auf. Mann, Mann, Mann. Ach Gott. Das regt mich echt auf. Ja, und hier ins Team sieht man gerade, wer was spielt. Also ja. Auch mal interessant für euch. Wobei. Können. Oh. Oh! Oh, der wird beschossen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, oh, oh. Warte, warte, hallo? Beschieß den nicht. Nicht beschießen hier. Ah, ah. Das ist nicht sehr toll. Nicht sehr schön hier. Der ist gleich tot. Nein. Mein Wilder ist tot. Nein. Nein. Der darf nicht sterben. Der darf ja nicht sterben. Der darf nicht sterben. Dem kann ich keinen Schutz geben. Das ist so doof. Ich kann ja nicht cheaten, dass der auch unverwundbar ist. Das kann ich nicht. Mann. Nein, nicht sterben hier. Also, ja, hier im Let's Play. Die Quest auf einmal so schwer. Hallo, nicht sterben. Nicht verrecken. Hier. Die eine Kiste musste noch überleben. Hier. Die musste doch noch überleben. Hier. Die eine Kiste, komm. Die überlebt's noch, bitte. Komm, überleb. Überleb. You are born this way. Born to life. Und nicht... Ja, born to be brave eigentlich, aber nicht born to die. Born to die ist scheiße, ehrlich. Also warum hat die dieses Lied erfunden? Nicht sterben. Nicht sterben. Nein, ich schieß den ab. Ich schieß den ab. Komm, wir haben die Karre schon da drauf. Wenn er jetzt mir jetzt krepiert, ey, dann, dann gibt's aber echt was offen. Ach Gott. Krepier mir nicht auf den letzten Drücker. Komm. Los, nicht krepieren. Ja. Wir haben genug. Nicht krepieren. Nein, nicht sterben. So. Ich schieß den ab. So, sind wir jetzt so fertig hier? Wir sind fertig. Ja. Nein, die Mitte kein Radio hören. Radio aus. Und schnell weg hier, weil... Uns verfolgt gleich ein Auto von den Amis und ja, also das ist richtig schlimm. Ich krieg immer solche Anfälle, wenn mich irgendjemand verfolgt. Also ich hasse es, verfolgt zu werden. Oh, oh, da ist das Auto schon. Da ist es schon. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Es verfolgt mich. Oh, oh, das ist scheiße. Es ist richtig mies, dass mich das Auto da verfolgt. Ja, hier. Hier muss ich lang. Nein! Nicht auf mich drauf schießen, jetzt hat er mir einen Platten geschossen. Toll, danke. Danke, dass du mir einen Platten geschossen hast. Das war jetzt wirklich sehr nötig, aber. Ja. Wo muss ich lang? Achso, da. Schnell, schnell! Nein! Schieß mich nicht kaputt. Nein, ich hab Angst. Ich hab Angst. Das Auto ist hinter mir und. Ja! Im Ziel! Wuhu! Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Ach, die Mission habe ich jetzt geschafft. Ja. Oh, ich würde mir ja ein Haus kaufen, aber ich habe kein Geld. Ich habe leider kein Geld mehr für ein Haus. Hallo, gib mir dein Auto. Hallo? Sie waren aber unfreundlich. Sie? Halten Sie mir bitte hier kurz an und geben Sie mir ein Auto. Was? Danke. Wo ist denn jetzt mein Haus? Ach so, einfach nur hochfahren, weil da habe ich ja keine Quest mehr. Da habe ich keine Quest mehr, das ist doof. Ja, so.
So, und einfach dahin fahren, wo mein Haus hier ist. Wo war das? Ich weiß nicht, wo mein Haus steht. Ja, so dumm, wie man hier ist. Also, dass man noch nicht mal weiß, wo das Haus ist. Also hier links, hier wohnt bald meine Freundin, die ich irgendwann retten werde. Ja, nur mal so als Info. Dann gibt's da so Freundinnen-Quests, aber die betrüge ich dann irgendwann. Also, ja, in meinem Main-Dingens-Spielstand habe ich die schon betrogen. Hallo, der Typ will mich umfahren oder was? Hallo? Hallo? Ah, ne, da ist er drin. Hallo, das bleibt aber nicht ungestraft hier. Also, dass der mich umfahren wollte, das gibt's doch nicht. Also, mich fährt hier keiner um. Ne, das war ja wirklich schlimm hier. Echt schlimm, was denn GTA alles so abgeht. Katalyst überschreiben. So, und das war die letzte Quest für heute. Ja, und das war der dieswöchige Part von Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Und wir sehen uns am nächsten Freitag wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich sage dann einfach, ja, schaltet ein und wir sehen uns im nächsten Part wieder.